Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass die Maria wieder bei mir ist. Schön, dass du da bist. Wir haben euch was zu erzählen. Es ist ein neues Buch rausgekommen, was die Maria und der Daniel Exler zusammen geschrieben haben. Das heißt, ab durch die Decke, hinein ins Reich Gottes. Das ist was ganz Besonderes, ein richtig schönes Buch. Und ich freue mich, dass die Maria jetzt ein bisschen was darüber erzählen kann, was für Themen das hat, was dein Lieblingsthema da drin ist an dem Ganzen. Und ja, erzähl einfach bitte mal. Ja, also die Idee war geboren im Herzen von Daniel und es hat mir gefallen, weil es sind so viele Leute so wie soll ich sagen, die sind so beeindruckt von dem Zeitgeist und der Zeitgeist ist Angst. Und Angst auf Englisch ist Fear, Fear, False Evidence Appearing Real, das heißt falsche Tatsachen erscheinen uns als real. Und wir sollen als Kinder Gottes sind wir ja in himmlische Örter versetzt. Wir sollen doch hinunterschauen auf unsere Probleme. Also wir sollen im Glauben leben. Und Glaube auf Englisch heißt Faith. Faith. For all I trust him. Für alles vertraue ich ihm. Und da haben wir den Eindruck gehabt, wir sollen ein Buch schreiben, ab durch die Decke. Ja, und hinein ins Reich Gottes. Denn die Herrlichkeit Gottes wartet auf uns. Die Bibel sagt ganz klar, wir sollen uns freuen, wenn wir diese Dinge in Entwicklung sehen. Wenn wir sehen, dass eben die Endzeit-Prophetien sich erfüllen. Und so haben wir ein Buch geschrieben. Und natürlich war die Monika ein ganz, ganz hilfreicher Dritter in dieser Schöpfung. Wir haben die Ideen gegeben, wir haben ihr halbe Stückwerke gegeben. Sie hat daraus etwas Ganzes gemacht. Aber es entspricht genau der Überzeugung von Daniel und mir und auch die Monika. Also das erste Kapitel ist raus aus der Angst. Denn das ist eine Katastrophe. Die Angst lähmt. Und die Angst ist die Sprache der Hölle. Und die Sprache des Himmels ist der Glaube. So, und dann das nächste Kapitel heißt das Alte zurücklassen. Es geht jetzt wirklich darum, dass wir uns ausstrecken nach Neuem. Und der Herr wird prüfen, wo sind deine Fundamente? Ist dein Fundament in der Wahrheit Gottes oder ist es dein Fundament in den irdischen Sicherheiten? Und ja, das könnt ihr dann selber lesen, das ist ein sehr gutes Kapitel. Ich sage es euch, wir dürfen nichts besitzen auf dieser Welt, sonst werden wir besessen. Wir sollen alles gut verwalten. Und da, das ist für mich eine ganz große Aufgabe in meinem Leben in Afrika. Gut, dann das nächste Kapitel, Vergebung. Wisst ihr, Jesus kam, um uns zu versöhnen mit dem Vater, mit uns selbst und mit den Menschen und mit der Welt und mit den Umständen. Und da, wenn wir nicht in dieser Vergebung strömen, wie Jesus sie gelebt hat, der selbst am Kreuz noch gesagt hat, über die Menschen, die ihn gekreuzigt haben und für die er aber gestorben ist, er ist einen unschuldigen Tod gestorben. Er hat unsere Last auf sich genommen. Hat er noch gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und an dem Punkt muss jeder von uns auch kommen. Denn vieles kann man nicht verstehen, aber trotzdem vergeben, damit der Feind keine Einfallstür mehr in unserem Leben hat. Denn selbst das Vaterunser sagt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Also, du wirst die Vergebung und die Freisetzung von aller Schuld erleben in dem Ausmaß, wie du es anderen schenkst. Dann den Willen des Vaters tun. Wisst ihr, Jahrzehnte, Jahrhunderte noch einmal gepredigt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Was haben wir gelebt? Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Total daneben, total daneben. Keiner hat sich gekümmert, was tut der Vater im Himmel? Und wir sollen hier täglich den Himmel herunterreißen. Und dann sind wir auch im Vollstrom der Gnade. Denn alles, was Gott vorbereitet hat, das zollt er und das macht er fertig. Ich erlebe das. Und ich sage es euch, es ist ein stressfreies Leben. Ich bin nur ein Kanal der Gnade und Liebe Gottes, aber nicht der Initiator. Das nächste ist Glaube. Und da wisst ihr ja schon, da ist der Pastor Daniel ein Held im Glauben. Amen, Amen. Und Amen. Glaube ist eben, ja, ist das Vertrauen in Gott zu setzen, nicht in deine Erfahrungen, nicht in das, was du siehst, sondern das, was Gott uns verheißen hat. Das ist ein wunderbares Kapitel.
Dann wahre Größe im Reich Gottes. Im Reich Gottes. Die Letzten werden die Ersten sein. Der Herr ist mächtig in den Schwachen. Ihr Lieben, ist auch ein gutes Kapitel. Wir sollen werden wie die Kinder. Und Kinder sind völlig abhängig von der Liebe, von der Versorgung ihrer Eltern. Wisst ihr, Gott nötig zu haben, jede Sekunde deines Lebens, ist die größte Reife eines Christen. Und wir haben in der westlichen Welt Unabhängigkeit gepredigt. Alleine. Selbst. Ich mich meiner mir. Herr, segne doch uns vier. Nein. Christus in mir. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Dann der Heilige Geist. Ihr Lieben, ohne den Heiligen Geist sind wir hoffnungslos in Null. Können wir nichts machen. Also das ist ein wunderbares Kapitel auch. Das nächste, Wohlstand und Großzügigkeit. Wir sind ein Segen, aber wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Ich sage immer, lieber Gott, bitte segne mich mächtig, damit ich weiter segnen darf. Das bist du. Also wir können nur weitergeben, was wir empfangen haben. Okay. Aber viele, weißt du, wenn sie was kriegen, klammern sie sich dann. Offene Hände behalten. Gott darf reinlegen und rausnehmen, wie er will. Dann die Macht der Worte. Das ist wieder ein Spezialthema von Pastor Daniel. Ihr Lieben, da ist unsere Zukunft. Was du sagst, was du sprichst, wird sich materialisieren. Gott sprach und es ward. Deine Worte sind enorm vollmächtig, sind enorm wichtig. So, prüfe deine Worte. Denn was du sprichst, das wird sich auch manifestieren. Und das letzte Kapitel, das haben der Pastor Daniel und ich gemeinsam geschrieben. Und ich hoffe, da brichst du durch in eine neue Freiheit. Das heißt, verlass den Hühnerstall und werde ein Adler. Und das ist der Auftrag für uns alle. Und da werdet ihr ausgiebig von Pastor Daniel hören, wie ein Huhn sich verhält. Ein Huhn ist eigentlich nur geschaffen für die Bratpfanne, okay? Und das sind wir nicht, du nicht. Wir sind geschaffen für Höheres. Der Adler fliegt über die Umstände hinaus. Der Adler fliegt so hoch, dass seine Feinde keine Luft mehr bekommen. Und der Adler fliegt immer in die Sonne, mit seinem vollen Blick in die Sonne. Wir sollen immer mit unserem Blick in den Sohn Jesus Christus fliegen. Ja, ihr Lieben, wir vertrauen, dass dieses Buch, ja, ich bin jetzt nicht unverschämt, sondern das ist meine echte Bitte, Millionen Menschen freisetzt von diesem Jammertal hinein in die Herrlichkeit Gottes. So, möchte ich noch der Monika das Wort geben dazu, denn sie war sehr hilfreich, dass das entstanden ist. Pastor Daniel und ich sind sehr beschäftigt, aber die Monika hat uns so viel abgenommen und wir sind von Herzen dankbar. Ich helfe dir dann im Himmel, die Krone zu Jesus Halleluja, die du für dieses Buch bekommst. Dankeschön. Also ich kann euch allen nur sagen, das Buch ist mir selber wirklich schon zum Segen geworden. Sich mit diesen Themen tiefer zu beschäftigen, das ist was absolut Hilfreiches fürs eigene Leben, aber es ist auch so gut, das weiterzugeben. Und das ist wirklich eine Möglichkeit, ins Himmelreich zu kommen, durchzubrechen und wirklich auch Reich Gottes zu bauen. Ich wünsche euch einfach wirklich Gottes Segen dabei. Holt euch das Buch, es wird wirklich euch zum Segen werden. Ja. Kannst du noch sagen, wo man es bekommen kann? Ja, man kann es überall bekommen. Ich werde euch da auch noch den Link drunter schreiben. Bei Amazon, in allen Buchhandlungen bekommt ihr das. Und ja, holt es euch. Ist wirklich zu empfehlen. Gottes Segen euch. Ja. Und ich will noch was draufsetzen. Ja. Auf Ostern könnte es statt blöde Eier ja, das ist eine gute Idee. Denn das ist viel mehr wert und bringt uns näher an den Sinn des Osterfestes. Was haben denn Eier, Hühner? Ja, Hühner hat man schon abgehakt, genau. Ja, genau. Aber Hasen auch noch nach vorne. Genau. So ein heidnisches Fest geworden. Aber wir wollen die Auferstehung Jesu Christi feiern. Er ist für uns stellvertretend gestorben, damit wir, die wir an ihn glauben, unser ganzes Vertrauen in ihn setzen, einen freien Zugang zur Herrlichkeit Gottes haben. Halleluja. Und das erbitten wir für jeden, der dieses Buch liest. Wir wollen mit allen von euch im Himmel sein. Genau. Ewig. Also, bitte, nehmt unsere Worte ernst. Die kommen aus dem Reich Gottes, aus dem Herzen Gottes. Shalom, shalom. Shalom.